Schwörer Tier, ein Geschäft für Tierwesenbedarf mit den neuesten und besten Nebenprodukten von Tierwesen. Okay. Aber gibt's da in Hogsmeade nicht eigentlich irgendwie was, wo man auch Tiere selber herkriegt? So wie im Film? Hirte? Haus? Hebt ihr uns Höhne? Tontopf? Spindwitches Sportbitter? French Quidditch und so, ja. Eberkopf. Madame Snellings Locken. Emporium. Okay. Das heißt also Haare schneiden. Besenknechts Sonntagsstadt. Ich will da mal hin. Mal gucken, was da. Was denn da so Schönes gibt. Die Musik ist an und für sich wirklich schön gemacht. Aber ich finde die manchen Passagen so jetzt hier so leicht dezent nervig, wenn ich ehrlich bin. Was denn da? Diesen Weg solltest du doch meiden. Miss Peck von Schnabel und Brut sagte, jemand hätte hier einen Derrick Hall verloren. Ich weiß, dass wir da nicht lang gehen sollen. Ich dachte nur, dass wir uns viel Ärger einhandeln können. Es tut mir leid. Sie sagte, ich könnte eine Belohnung verdienen. Doch ich habe nur unsere Zeit verschwendet. Da bist du ja. Super. Endlich habe ich genug für den Windhauch. Ah, das soll wohl nicht sein. Außerdem habe ich vielleicht einen Mülleimer umgeworfen. Schon gut, ich bring's in Ordnung, wie immer. Hä? Wo ist das Tierchen denn? Muss ich das verstehen? Nee, ne? Der ist zu. Warum ist denn der zu? Muss ich das verstehen? Schade. Na gut, dann halt nicht. Dann soll das so sein. Dann geht's doch wieder, was da passieren. Schade. Die Aussage von wegen, ja, guck dich um, das ist Miet, ne? Total die Tonne zu blocken. Meine erste Anstellung war im Honigtopf. Süßigkeiten. Honeydukes. Die Schrift, die da oben drauf ist, das sieht aus wie die von Willy Wonka. Willy Wonka Schokoladenfabrik aus dem Film. Warte, ich bin doch einmal hier, ne? Rebellion. Da. Hä? Was? Wie? Wie? Die ist doch gerade. Die ist doch gerade durch den. Die ist gerade durch die Wand gegangen. Oh. Was sind das hier eigentlich? So Post oder so? Brief, ja. Revelio. Schon hier sind, ne? Komm, ich steig gleich dazu und da fliegt noch was rum. Geht das im Kreis? Geht doch. Ja, wenn wir schon hier sind. Oh, Münzen. Rebellio. Da war doch eben noch irgendwas. Hat irgendwas da aufgeleuchtet. Da. Ich entdecke die Geheimnisse. Was haben Sie jetzt vor? So, was war hier noch?
vorne ist noch eine Kiste. Muss wahrscheinlich auch von der anderen Seite rum. Wenn es eine andere Seite gibt, weiß ich nicht. Revelio. Ja, es gibt noch eine andere. Weißt du, was ein Auge ist? Ja. Lumos. Revelio. Wie? Geh auf! Reparo. Hier. Revelio. Schade. Was auch immer du verbirgst, irgendwann lässt du mich ran. Ne? So, das ist das Schloss. Hier oben ist noch was. Da komme ich aber nicht dran. Das ist wahrscheinlich auch nur das Schloss markiert. Ja. Na gut, dann gehe ich jetzt wirklich aus der Passion. Also was wert. Ich habe alles, was ich brauche. Perfekt. Hast du alles für deine Schwester bekommen? Das habe ich. Dann steht uns die Welt jetzt offen. Mal sehen, was wir sonst noch anstellen können. Nach Hogsmeade. Was? Wie? Ach so, stört gerade schon. Ich habe alles, was ich brauche. Perfekt. Hast du alles für deine Schwester bekommen? Das habe ich. Dann steht uns die Welt jetzt offen. Mal sehen, was wir sonst noch anstellen können. Ich sag mal, wie springt das jetzt her? Jetzt
Das war ein Tutorial darauf. Stechen wir ihn denn überhaupt? Weiter so! Ewig hält er das nicht auf! Die Sendung! Contingo! Nein! Levioso! Was war das? Langsam was verdient! Gut gemacht! Ein Troll. Haben Sie beide etwa einen ausgewachsenen Troll gestellt? Alleine? Anscheinend. Ehrlich gesagt geschah alles sehr schnell. Bei Merlins Bart. Geht es Ihnen gut? Ja, und wir helfen immer gern. Helfen ist eine Untertreibung. Mit solchen Nerven haben Sie das Zeug zur Aurorin, wenn Sie mich fragen. Wenn Sie unverletzt sind, könnten Sie beide mir vielleicht helfen, wieder Ordnung in ein paar Dinge zu bringen. Natürlich, Officer. Singer. Officer Singer. Und vielen Dank nochmal. Was war das? Oh, hallo. Haben Sie kurz Zeit? Ich schaue mal, was er will. Reparo. Mach das. Ich repariere das immer. Das ist heiler. Da vorne wird... Ordnung gebracht. Da muss ich auch reparieren. Zum Glück haben sie nicht mehr zerstört. Was für ein Chaos. So gut wie neu. Mann, wie kann das Haus nicht auch einfach gehen? Einfach mal alles reparieren und aufräumen. Ja. Also ebenso schnell alles aufgerollt und geputzt, ne? Jetzt hat Officer Singer eine Sorge weniger. Mit denn noch was da vorne? Reparo! Okay. Was sind das? Herdrex, Wizard Wix? Was? So, das. Mr. Hill spricht in höchsten Tönen von dir. Hä? Ich hab's wohl gar nicht gemacht. Warte mal. TST. Und da war was. Meins. Oh.
Besenknechtspuppe, Handbuchseite. Im Gegensatz zu den verzauberten Puppen, die von Schülern für Duellierübungen bevorzugt werden, dienen die Puppen bei Besenknechts nur dazu, die neueste Zaubermode zu präsentieren. Okay. Bevor ich jetzt erstmal... Was ist denn für nix? Was ist denn eine Art Geier? Ich untersuche jetzt erstmal nicht alles, bevor... Der hat mich gerade einiges Lebensränke gekostet, der blöde Troll. Vorhin. So, ist hier noch irgendwas? Rebellion. Das ist auf der anderen Seite. Ach, nicht mehr. Nee, an die Truhe komme ich sowieso nicht ran. Hallo, Sir. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin entzückt. Augustus Hill, Tuch- und Kleiderhändler der Extraklasse. Ich danke Ihnen für Ihre Tapferkeit im Kampf gegen diese Trolle. Ganz zu schweigen davon, dass Sie Hogsmeade wieder in einen ansehnlichen Zustand versetzt haben. War mir ein Vergnügen. Einen Orden des Merlin hätten Sie verdient. Aber ich kann Ihnen etwas viel Nützlicheres anbieten. Mir gehört Besenknechts Sonntagsstaat. In meinem Inventar befinden sich einzigartige Dinge, die einen gewissen Schutz bieten. Lebensrettenden Schutz. Da ich annehme, dass das nicht Ihre letzte gefährliche Auseinandersetzung war, gebe ich Ihnen einen Satz solcher Roben. Zum Dank für Ihre heutige Tat. Das ist nett von Ihnen, Mr. Hill. Aber ich kann nicht annehmen, was ich nicht bezahlt habe. Unsinn, ich bestehe darauf. Dann probieren wir das hier doch mal an, ja? Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Sie werden nicht enttäuscht sein. Das Eine aktuelle Verteidigung Offensive werden rechts oben auf dem Bildschirm angezeigt. Ach, was ist das jetzt echt so wie eine Rüstung dann mit Werten? Das ist ja mal cool. Wähle den Platz für Mäntel und Umhänge und drücke A. Mäntel und Umhänge. Wo haben wir denn? Ist das hier? Also das hat das auch. Lege einen Umhang an. Wann ist der? Ach was. Toll, der Mund bewegt sich, aber da kam nichts raus. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Ich finde, wir haben uns ein Butterbier verdient. Meinst du nicht? Dann vergesse ich vielleicht, dass ich fast zu Trollfutter wurde. Da bin ich ganz deiner Meinung. Perfekt. Die drei Besen sind gleich hier lang. Ich verkaufe noch mehr kampftaugliche Gegenstände, wenn Sie welche brauchen. Schauen Sie sich nur ganz in Ruhe in meinem Laden um. Das sieht nett aus. Warte mal. Okay, das ist cool. Gefällt mir. Wenn da drin nicht das totale Chaos herrscht, Okay. Triffst du vielleicht Sirona, die Besitzerin. Es ist gut, sie zu kennen. Der Boden ist aber immer noch komplett zerstört. Kann schon mal nichts machen. Oh, Miet.